Konrad Mazzei vom Team Linz. Ja, vielleicht ein ungewohntes Bild, denn wir sitzen vor einem völlig leeren Streckenplatz. Das war in den letzten Tagen aber völlig anders. Wir waren nämlich auf einer groß angelegten Drückjagd hier in der Dübener Heide. Die Dübener Heide liegt in der Nähe von Leipzig und ist, glaube ich, wirklich ein Geheimtipp, nicht nur unter den Erholungssuchenden, sondern auch unter uns Jägern. Bevor wir hier in die Dübener Heide gereist sind, hatten wir allerdings noch andere Pläne. Es ging nämlich erstmal zur Filialeröffnung nach Rottendorf. Der Flagship-Store von Franconia hat eröffnet und wir vom Team Linz waren natürlich live mit dabei. Für uns war es natürlich eine Selbstverständlichkeit, bei der Neueröffnung dabei zu sein. Und wir haben überall mal einen Blick reingeworfen, sei es bei der Akademie oder aber im Schießkino. Und wir haben uns natürlich auch einen Überblick über das gesamte Sortiment verschafft. Für uns war es die Gelegenheit, sich für die anstehenden Drückjagden neu auszurüsten. Nach drei anstrengenden Tagen, weil so eine Eröffnung war für uns ja auch eine völlig neue Geschichte, ging es endlich weiter und wir sind in Richtung Ungarn gestartet. In Südungarn hatten wir die Möglichkeit, die Rotwildbrunft hautnah zu erleben und natürlich auch entsprechend zu weitwerken. Im Wechsel mit der Rotwildjagd, da es sehr grenznah liegt, hatten wir die Möglichkeit, auch in Kroatien zu jagen. Und da ging es dann vor allen Dingen um Schwarzwild. Das Schwarzwildvorkommen an der kroatisch-ungarischen Grenze ist wirklich sehr hoch und wir hatten die Möglichkeit, wirklich dort an mehreren Abenden zum Erfolg zu kommen. Nach den Jagden in Ungarn und Kroatien ging es dann für uns in Richtung Ostdeutschland. Wir hatten mittlerweile auch schon fast 7 Wochen hinter uns und es wurde Zeit, wieder in Richtung Heimat zu starten. In der Dübener Heide angekommen, wurden wir herzlich von der Familie Sedlmeier empfangen. Aus der ganzen Republik kamen eigentlich Jäger, Treiber und Hundeführer und sogar aus Dänemark kommt eine große Gruppe bereits seit Jahren. Das spricht schon für sich, denn wer nimmt eine solche Anfahrt in Kauf, nur in Anführungszeichen jagen zu können. Bereits am ersten Abend wurden alle Gäste eingewiesen in den Ablauf der Jagd, aber es wurden auch Schießnachweise und Jagdscheine kontrolliert. Hier konnte man bereits erkennen, wie wichtig eine gute Organisation ist und es lief eigentlich wie am Schnürchen. Das zog sich durch die ganze Organisation dieser Drückjagd. Es waren Standkarten da, es wurden klare Freigaben erteilt. Jeder wusste ganz genau, was darf er wann, wie, wo schießen. Also es gab wirklich keine Fragen, die offen blieben. Das zeichnet eine gelungene Drückjagd vor allem aus, nämlich eine durchdachte Organisation. Aufgrund dieser soliden Vorbereitung hatten wir morgens die Möglichkeit, nach einer kurzen Einweisung direkt ins Revier zu starten. Es ging mit verschiedenen Geländefahrzeugen ins Revier und die Standplätze wurden vorher nicht verteilt, sondern ausgelost. Das ist eine tolle Sache, denn so fühlt sich nachher keiner benachteiligt, falls er mal keinen Anblick haben sollte. Während ich das Glück hatte, einen Stand besetzen zu können, ist Antje mit unserem Deutsch Langhaar, der Anna, ins Treiben gegangen und war als Hundeführerin unterwegs. Die Treiber sind mit deutlichem Zeitabstand später gestartet und ich rechnete bereits beim Angehen des Drückjagdstandes damit, dass wir auf Rotwild treffen können. Für mich ging es auf einen Drückjagdstand, wo ich die Möglichkeit hatte, in alle Richtungen zu schießen, denn Nachbarn waren nicht in Sicht, aber es ist natürlich in diesem flachen Gelände vor allen Dingen auf den Kugelfang zu achten und weite Schüsse schließen sich auf so einer Jagd natürlich aus. Gerade in einem Revier, wo Rotwild vorkommt, ist es entscheidend, die Stände zügig, aber trotzdem ruhig zu besetzen. So kam es dann auch. Kaum war der Drückjagdstand besetzt, zog bereits ein Kalb durch die gegenüberliegende Schilffläche. Es war gar nicht so einfach anzusprechen und ich bin ehrlich, mag sich vielleicht verrückt anhören, aber anfangs hielt ich es für ein Stück Rehwild, denn ich war völlig perplex, dass ein Kalb alleine durch diesen Schilf zieht. Natürlich war beim zweiten Blick klar, es handelt sich um ein Kalb und nicht um ein Stück Rehwild. Schießen konnten wir es allerdings nicht, denn es war einfach viel zu verdeckt durch die hohen Schilfhalme. Wir haben eine Zeit lang gewartet und dann kam
ein Kahlwildrudel in der Stärke von 6 Stücken dazu und das Kalb hat sich dann in diesen Trupp eingegliedert. Wir haben einen Moment gewartet, bis das Alttier im Prinzip durch diesen Schilfbestand gezogen ist, haben eine freie Fläche gesucht, denn wie man weiß, laufen fast alle an einer Perlenkette hinter dem Alttier her und dann hatten wir in einer Schneise die Möglichkeit, das Kalb mit einem Blattschuss zu erlegen. Wir mussten warten bis zur Aufbrechpause, denn nach ca. 2 Stunden kam eine 15-minütige Pause, in der man die Möglichkeit hatte, das Wild zu versorgen. Ach du Schande. Ja, eigentlich wollten wir jetzt in der Aufbrechpause zum Anschuss, aber ich glaube, ich brauche ein Boot. Hier kommen wir nicht durch. Jeder Drückjagdschütze von euch kennt wahrscheinlich die Situation. Die Kugel ist raus, aber man konnte vielleicht nicht durchs Feuer blicken, konnte ich hier auch nicht. Und das Gras oder der Schilfbewuchs ist doch relativ hoch und wir haben das Kalb dann nicht weiter beobachten können, waren uns aber ziemlich sicher, dass das kleine Rudel mit einem Stück weniger abgesprungen ist. Und von daher waren wir guter Hoffnung. Dann sind wir in der Aufbrechpause eigentlich zum Anschuss hin oder wir wollten zum Anschuss. Nur da ist so ein breiter Graben. Der erste Versuch hat zu nassen Stiefeln geführt. Und jetzt sind uns die Treiber zum Glück zur Hilfe gekommen. Wir haben die sauber einweisen können, weil wir auch genau wussten, wo das Stück beschossen wurde. Ja, und es lag mit sauberem Blattschuss. Das ist natürlich ein Erfolg, wie man ihn sich wünscht. Kurz vor Ende des Treibens zog noch ein Stück Schwarzwild sehr gemächlich am Waldrand, aber das war für uns definitiv außerhalb der Schussweite und ja, mehr Schwarzwild kam dann für uns an diesem Tag auch leider nicht in Anblick. Nach Beendigung des Treibens wurden wir eingesammelt und es ging zurück zum Streckenplatz. Wir waren die Einzigen, die ein Stück Rotwild erlegt hatten und nach alter Jägersitte waren wir damit automatisch Jagdkönig. Für mich war es aber das Größte zu hören, wie gut Antje und Anna mit dem Hund im Treiben klargekommen sind und ja, wie viel Freude die beiden auch hatten, selbst wenn es schwierig war. Die beiden wirkten ziemlich erschöpft, aber das ist auch kein Wunder. Den ganzen Tag ging es durch hohes Fahren oder durch hohe Brombeeren. Wie an den folgenden Tagen auch, wurde die Strecke verblasen, es wurden Brüche gereicht und alle Traditionen, die mir bekannt sind, wurden hier wirklich gelebt. Am zweiten Tag hatten wir einen ganz besonderen Drückjagdstand. Es handelte sich um eine Art offenes Baumhaus, so wurde dieser Sitz auch beschrieben. Auf der Standkarte stand noch in bayerischer Mundart, aber nicht Obi-Fallen, was so viel heißen soll wie Fall nicht runter. Noch bevor wir den Drückjagdstand erreicht haben, wechselte bereits ein Alttier mit einem Kalb direkt die Schneise vor uns. Das machte das Ganze natürlich noch spannender und wir sind mit großen Erwartungen auf diesen Sitz aufgebaumt. Aufgebaumt heißt in diesem Fall, wir waren bestimmt 4,50 Meter, wenn nicht sogar noch höher, über Grund. Da muss man schon ein wenig schwindelfrei sein, aber dafür hatten wir einen perfekten Überblick. Es dauerte auch gar nicht lange und schon wechselte uns das Rotwild an. Wieder bot sich für uns die Chance, ein Kalb zu erlegen, aber mit einer Besonderheit. Denn der erste Schuss ging tatsächlich in einen vor uns querhängenden Ast, den man in der Visierlinie gar nicht sehen konnte. Das heißt, beim Blick durch das Zielfernrohr war der Ast nicht zu erkennen. Mit dem Schuss sprang der Rest des Rudels ab und das Kalb blieb spitzverhoffend vor uns stehen. Ich war mir völlig sicher, auf dem Blatt abgekommen zu sein und wunderte mich in dem Moment, warum das Kalb nicht im Feuer lag. So war eine Schussabgabe natürlich gar nicht möglich,
da das Stück nicht breit stand. Wir haben ein wenig Lärm auf dem Stand gemacht, um dann die Chance zu nutzen, als das Stück breit stand. Mit einem Blattschuss lag es dann im Feuer. In der bereits bekannten Aufbrechpause wollten wir dann zu unserem Stück treten, aber genau die Treiber, die uns am Vortag schon versorgt hatten, waren auch wieder vor Ort und freuten sich, uns zu Hilfe zu kommen, ja, und haben uns dann die Arbeit direkt abgenommen. Kurze Zeit später wechselte nochmal Rotwild an, aber hier habe ich die Chance nicht genutzt, denn ich hielt es nicht für die perfekte Möglichkeit, wirklich einen sauberen Treffer anbringen zu können. Viel zu schnell wechselte das Rotwild zwar sehr dicht, aber mit hohem Tempo an uns vorbei und dann lässt man die Kugel besser im Lauf. Nach Ende des Treibens waren wir gespannt, was unsere Mitjäger zur Strecke gebracht haben. Wir waren sehr überrascht, denn es lag gar kein Schwarzwild auf der Strecke, sondern ausschließlich Rotwild. Insgesamt kamen 14 Stück Rotwild zur Strecke. Ein beachtliches Ergebnis. Am dritten Tag ging es für uns ein wenig früher los. Warum? Wir wurden nicht mit normalen Fahrzeugen ins Revier gebracht oder mit dem Trecker, sondern Pferde warteten auf uns und es ging mit der Kutsche durch die Dübener Heide. Das war natürlich ein ganz besonderes Abenteuer. Wie wichtig es ist, in völliger Ruhe seinen Stand zu besetzen, zeigte auch der dritte Tag. Bereits beim Angehen wechselte ein Hirschrudel durch den Bestand und wer mit lautem Getöse dort unterwegs war, hatte sicherlich keinen Anblick. Dass es manchmal aber auch mit Lautstärke funktioniert, zeigte uns ein junger Hirsch, der an uns vorbeisprang, als wir im Gespräch mit den Treibern waren. Es war die Aufbrechpause und wir kamen kurz ins Gespräch, tauschten uns aus, was hat der Einzelne gesehen, und da sprang 10 Meter neben uns der junge Hirsch ab. Beute habe ich an diesem Tag zwar nicht gemacht, aber dafür hatte ich jede Menge Anblick und das ist ja manchmal schon mehr als das, was man erwarten kann. Antje wiederum hatte mit Anna Erfolg, denn Anna hat gut an einer Sau gearbeitet und die beiden hatten zwar einen anstrengenden Tag, aber dafür bei bestem Wetter in sumpfigem Gelände viel zu tun und waren noch erschöpfter als in den vergangenen Tagen. Vor Beginn der Jagd dachten wir noch darüber nach, ob wir Anna einsetzen können, denn sie war nicht nur müde, sondern auch an den Hinterläufen verletzt durch die Brombeerranken. Ein Jagdhund lässt sich aber nicht bremsen und so haben wir gesagt, okay, es geht ins Treiben und es war schön, beide erschöpft, aber glücklich wieder am Streckenplatz in die Arme nehmen zu können. Es wurden auch noch Geweihstangen gefunden, die so mit einer Schnur oder einem Seil miteinander verknotet waren. Da kann der Hirsch wirklich von Glück sprechen, dass er das Geweih rechtzeitig abgeworfen hat. Denn das wäre sicherlich auch in einer Katastrophe geendet. Nachdem die Strecke verblasen und die Brüche gereicht waren, wurden wir Zeuge einer dänischen Tradition. Zwei Jäger hatten zum ersten Mal ein Stück Rotwild erlegt und dies wurde natürlich so zelebriert, wie es in Dänemark üblich ist, denn mit Schweiß im Gesicht und ein paar kräftigen Schlägen aufs Hinterteil wurden die beiden zum Hochwildjäger geschlagen. Wer verantwortungsvoll jagen will, der braucht auch dementsprechend ein Nachsuchengespann. Wir haben den Michel, der uns schon seit Jahren bekannt ist, bei einer Kontrollsuche begleiten können, die kein Ergebnis gebracht hat, denn wir haben den Kugelriss gefunden und es war schnell klar, es ist kein Schweiß da, es ist kein Stück in irgendeiner Form krankgeschossen worden und alles passte. Bei einer weiteren Kontrollsuche fanden wir minimal Schweiß, doch nach mehreren Kilometern brachen wir die Nachsuche ab, denn es wurde klar, wir kommen hier nicht zum Erfolg und das Stück geht mit der Rotte mit. Also wir haben jetzt im Grunde eine Kontrollsuche gemacht. Knapp 2 Kilometer hinter der Rotte hinterher, nachweislich, anhand der Eingriffe. Keinerlei Bestätigung. Und ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Ja, getan, was geht. Wir haben es kontrolliert und ich denke, das Stück ist soweit gesund.
Der nächste Tag brachte eine völlig andere Nachsuche, denn beim Schüsseltreiben klingelte das Telefon und es wurde ein Verkehrsunfall gemeldet. Wir sind also morgens früh wieder raus und haben dann hier an der belebten Bundesstraße ein Stück nachsuchen wollen. Es war ein Trümmerfeld, muss man sagen, denn überall lagen Autoteile verstreut. Wir haben erfahren, dem Autofahrer geht es gut, Gott sei Dank, aber das Auto ist sicherlich total schaden. Eine Nachsuche war fast gar nicht erforderlich, denn das Stück lag bereits verendet im Straßengraben. Nicht nur die Organisation und Durchführung einer solchen Jagd kostet viel Zeit und Mühe. Besonders erwähnen muss man immer wieder, und das kann man gar nicht oft genug, die Leistung der Hunde und auch der Hundeführer und Treiber. Die Hundeführer investieren nicht nur viel Zeit in die Ausbildung ihrer Hunde, sondern sie setzen auch die Gesundheit ihrer Hunde aufs Spiel. Es waren immer wieder Wölfe im Treiben und ein kranker Keiler kann verdammt gefährlich sein für unsere Vierbeiner. Wir sind froh, dass unsere Anna und natürlich alle anderen Hunde auch heile nach Hause gekommen sind. Insgesamt kamen auf dieser Jagd 2 Hirsche, 15 Stück Kahlwild, 9 Sauen, 4 Rehe und ein Waschbär zur Strecke. Ich finde, ein tolles Ergebnis. Es sind alle gesund und heile nach Hause gekommen. Wir hatten tolle Eindrücke. Wir haben abends beim Schüsseltreiben lustig miteinander feiern können, uns austauschen können, unsere Erlebnisse nochmal teilen können. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Das funktioniert nur, wenn eine Drückjagd, so wie diese, perfekt durchorganisiert ist. Und wir würden uns freuen, im nächsten Jahr wieder dabei sein zu können. Wir wünschen Weidmannsheil vom Team Wils.